Sie ist die erfolgreichste aktive Biathletin, Andrea Henkel. Die Doppel-Olympiasiegerin von 2002 steht im tschechischen Nové Město vor ihrer 14. und wohl letzten WM und peilt dabei die erste Einzelmedaille seit 2008 an. Ja, ich meine, ich habe dieses Jahr schon zweimal auf dem Podest gestanden, ein paar Mal knapp daneben oder habe es am letzten Schießstand zumindest, beim letzten Schießen ein bisschen nicht ganz rüber gekriegt. Und von dem her denke ich, dass die Chancen durchaus bestehen für eine Einzelmedaille und das natürlich auch das Ziel ist. Damit dieses erreicht werden kann, wurde im Vorfeld der WM viel trainiert, unter anderem in Henkels Heimatort Oberhof, ganz ohne Reisestress. Sehr zur Freude der Grand Dame des deutschen Teams. Ja, also ich finde es persönlich auch schön, da ich im Sommer sehr viel unterwegs war und jetzt im Winter fast mehr zu Hause bin als im Sommer, was eher ungewöhnlich ist, aber ja, ich finde es mal schön, nicht die Tasche packen zu müssen und nicht umherzureisen. Ist angenehm. Bei den Winterspielen 2002 in Salt Lake City ging ihr Stern mit 2 Goldmedaillen auf. Insgesamt bringt es Henkel auf 19 internationale Medaillen. Abgehoben ist sie nie, trotz ihrer Erfolge. Privat zieht die mittlerweile 35-Jährige die Ruhe vor. Henkel genießt die Momente mal ganz ohne Training und Termine. Wie soll ich sagen? Ganz was Besonderes, wenn ich einfach mal nur mich auf die Couch setze. Das kommt auch nicht so oft vor. Also irgendwie mal ein Buch lesen und einfach mal die Füße hochlegen. Auch mal Freunde treffen natürlich, aber dann in gemütlicher Runde. Ja, so werde ich das machen. Mit der Ruhe ist es in den nächsten anderthalb Wochen erstmal vorbei. In Nové Město gilt Henkel wieder als Medaillenkandidatin. Bei ihrer letzten WM wäre Edelmetall ein krönender Abschluss.